So, jetzt sind wir schon bei der letzten Aufgabe. Also ganz entspannt, suche nach drei Kammersymbolen. Das ist halt genau das Zeichen hier, beziehungsweise das X davon. Das Ganze machen wir allerdings in Gruppenkeile. Aber das Ganze wollen wir nicht auffüllen. Dann geht mir auch keiner auf den Keks. So, wie gesagt, Gruppenkeile ist am einfachsten. Müsst zwar Glück haben mit der Zone, dass die, sag schon, dass Pandora auf eurer Seite ist, weil ich denke mal, da wird derzeit, was Gruppenkeile betrifft, die Hölle los sein. Weil die anderen Aufgaben habe ich alle so in der Arena gemacht. Das war eigentlich alles, fand ich persönlich am besten und am einfachsten. Jo, das war das. So, dann seht ihr Ladebildschirm. Die alten Hasen werden es wissen. Like-Zeit, Kommentierzeit. Bist du noch kein Abonnent? Und ich konnte dir weiterhelfen. Konnte dir bisher schon öfters helfen. Dann gerne ein Abo dalassen. Wie gesagt, alle werden davon profitieren. Und wir haben Glück, die Zone ist bei uns. Wunderbar. Weil, wie gesagt, alle 10 Abonnenten kommt unten eine Zahl dabei. Die neun nächste gibt es bei 90 leider erst, weil ich da in Anführungszeichen ein bisschen geprankt wurde. Aber ich denke mal, das kriegen wir auch relativ zügig hin. Weil, wie gesagt, bis jetzt habe ich eigentlich nur positives Feedback bekommen. Was mich nicht wundert in dem Sinne, weil ich helfe euch ja, gebe euch was. Und im Gegenzug gebt ihr mir halt auch was. Ich meine, den einen oder anderen kann ich ja schon unterhalten mit meinen nicht vorhandenen Skills. In dem Sinne. So. Die erste Werbetafel, da ist nämlich das erste Symbol. Das ist nämlich hier ganz simpel. Ich hoffe, es zählt jetzt auch so. Da, genau da müsst ihr hin. Ah, wir müssen es sogar abbauen. Also einfach vorbeifliegen reicht nicht. Ihr müsst also wirklich hingehen und auf durchsuchen. Ich dachte nämlich, es würde reichen. So. Da sehen wir schon das nächste. Wie gesagt, genau das Zeichen. Dann haben wir auch schon das. So, das war jetzt eins von zwei. Wie gesagt, liegt ja alles im Weg. Wie gesagt, Gruppenkeile würde ich euch da halt echt empfehlen. Was hat er vor? Ja, du bist es. Also im Prinzip kannst du in Gruppenkeile schon alles machen, außer halt die Kills. Die Kills würde ich sagen, nicht möglich. Aber das Leben baut sich von alleine auf. Also im Prinzip, also ich persönlich finde, es ist ein einfaches Event. Ja, dass mein Controller heute irgendwie komplett am Spinnen ist. So, war hier noch ein Symbol? Nein. Also zumindest habe ich mal keins gesehen. Hier sehe ich jetzt auf die Schnelle auch, oder? Ich weiß, es ist auch schwer verzerrt, finde ich. Ah, wir gehen einfach mit. Also irgendwas stimmt hier mit meinen kompletten Einstellungen nicht. So, zwei haben wir jetzt gefunden. Gucken. Ihr seht ja, wie ich laufe. Ich habe doch vorher Sprinten angehabt. Ich frage mich halt echt, ob die irgendwas da schwer geändert haben. Zack, zack, zack. War nicht hier eins? Wie? Seit wann muss ich denn wirklich so da drauf drücken? So, hier ist schon mal keins. Also irgendwie ist das Laufen hier ganz komisch gerade. Ich muss hier gerade echt ein bisschen strugglen. So, hier war auch keins, da ist auch keins. Gerade gucken, ob hier noch ein. Da. Früher war doch Sprinten da automatisch an. Ja, finde ich jetzt echt das dritte nicht, oder wie? Wie
Wie gesagt, was die Aufgabe betrifft, da habe ich halt mir noch gar nichts angeguckt. Ich finde echt das dritte nicht. Ach, da ist es. In letzter Sekunde finden wir es doch noch. Also wie gesagt, direkt am Anfang und dann halt an der Wand da. Ich zeige es euch nochmal da. Also erst an das Plakat gehen, ganz am Anfang. Hier war das. Hier ist der Anfang. Dann geht ihr in die erste Zone rein und dann einmal durch und dann steht ihr hier. Also quasi guckt einfach so, dass ihr das Windrad seht, beziehungsweise den Propeller da. Und dann ist da das Zeichen. Ich weiß auch jetzt nicht, ob es mehr gibt als die drei. Aber wie ihr seht, ich habe jetzt mal alles. Sag mal, dieses. Ich weiß nicht, warum ich hier nicht automatisch. Irgendwie ganz seltsam. Vor allem, das war doch vorher nicht so. Mann, ey, backt doch nicht hier so rum. Da, ich bin schon wieder nicht am Sprinten. Heidewitzka. Oder jetzt bin ich gerade selber überlegen. Gab es automatisch Sprinten? Ach Gott, das werde ich nie im Leben schaffen. Da gucke ich gerade an die Einstellung. Weil ich habe eben einfach zurückgesetzt. Ich denke mal, das war auch mein Fehler. Das hätte ich am besten gar nicht machen sollen. Mausempfindlich, Kontrollempfindlichkeit, umschalten, umkehren. Fahrzeug, bla bla bla. Sprinten, umschalten. Machen wir es mal so. Gucken, ob es jetzt anders ist, weil irgendwie das ist ja katastrophal. Also wie gesagt, die Schilder wisst ihr jetzt, wo es ist. War ja auch ziemlich. Also was heißt simpel, aber. Es war dann doch nicht so schwer, wie ich dachte. Aber fühlt sich jetzt normal an? Ja, jetzt ist wieder alles normal. Dauerhaftes Sprinten. Wundert mich eh, dass sie noch keine Ausdauer eingebaut haben. Das wäre auch noch was in Fortnite. Oder es wäre eine Katastrophe. Eine MP wäre man nicht schlecht. In die Richtung habe ich ja noch gar nichts. Ach, das zählt jetzt doch. Einmal in der Runde den Ort besuchen reicht schon. Okay. Aber man kann nicht beides gleichzeitig machen in einer Runde. Das haben wir ja ausprobiert. Auch hier liegt einfach das Skal. Hey, der Witzka, heute ist ja der Wurm drin bei mir. Also ich weiß nicht, diese zwei Spitzhacken, die kommen mir immer so lahmarschig vor. Ist hier keine einzige MP oder was? Eher, ja, immerhin. Der. Ich glaube, die ersten sind aber jetzt schon hier rüber. Er will 100 pro auf den Baum landen. Wetten? Achtung. Oh, doch nicht. Wo ist er denn gelandet? Oh, wie langsam mal hier runterfällt. Besser sein können, aber froh, dass ich gerade überhaupt irgendwas treffe. Wenn sich den Rest heute angeguckt hat, eieieiei, muss man sich ja schämen. Bumm. Jo. Spiel leckt überhaupt nicht.
Und wo landet er? Das war es ja wieder komplett. Wer holt denn heute noch mit? Also, holt doch kein Mensch mehr mit eigentlich. Oh naja, was soll's. Kill geklaut. Nee, Quatsch. Alles gut. Jo, das sind die massiven Lags. Wenn es laggt, man drückt weiter und Steuerkreuz geht, was weiß ich wohin. Beide geholt. Okay. War da nicht noch einer? Doch, er hat beide eiskalt geholt. Pro Player. Oh, der ist feindlich. 100 Pro. Jo. Muss er hin? Ein bisschen Kills abstauben. Dafür, dass uns heute irgendwie gar nichts geht. Hä? Was ist er denn? Ach, schon abgehauen. Oder? Doch noch nicht weg. Aha. Langsam läuft es ja ein bisschen. Ich weiß, dass einer war. Ach, da kommt er. Aha, der Aimbot funktioniert auch wieder. Ich glaube, der ist hinter mir. Ja. Entweder ist er nicht mehr da, oder er hat es geschafft, sich vorher zu verpiedeln. Ich glaube, der schießt auf uns. Ich muss, ach, da. Safe zu, wie langsam mal runterfällt. Warum nicht immer so? Wenn ich immer so spielen würde, wäre ich der glücklichste Mensch auf Erden. Kommt er zu mir? Ich habe mich natürlich auch hier voll in die Todeszone gesetzt. Erstmal wieder hoch auf den Berg, ey. Ach, da war noch einer. So in der richtigen Runde, ich will. Ach, wäre ich happy. So müssen sich Pros fühlen. Einfach mal draufhalten. Tot. So, wie viel müssen wir denn noch machen? 74 haben wir jetzt. Ja, der Gegner hat absolut keinen Bock mehr. 75.
Natürlich, dann ist das Magazin leer. Okay. Haben wir noch einen Headshot? Hast du mich verhört? Nee. Also doch. Da hätte ich gerade spüren können, ich habe einen gesehen. So weit kommst du nicht. Ist er ausgestiegen? Was kriegt der noch da rausgeholt? Wie viel Leben hat das Ding eigentlich, ey? Gefühlt 5000, ne? Und ich back hier so oft in diesen Ritzen fest, ey, das ist unglaublich. Wo ist er? Ah, keine Chance, ich hab mich jetzt warm gespielt, das war's. Guckt euch diese Bauskills an. Nein, Quatsch. Ah, keine Mats mehr. Das war's. So, wo können wir denn noch einen wegsneaken? Hier will keiner mehr. Ah, ich glaube, da kommt er schon. Oh, fast weggefallen. Boah, hat er den weggesniped. Headshot aus der Luft. Hui! Ja, mit Metz kann man nichts machen. So, das war der Sieg. Wie gesagt, ganz simpel die Aufgaben. Überhaupt kein Problem. Wie gesagt, das erste ist am Eingangsschild, das zweite ist direkt rechts. Und das dritte, was wir gefunden haben, ist ganz am Ende, da wo der Motor am Windrad, sage ich jetzt mal, hängt. Und da von der Rückseite halt. So, wenn ihr das Windrad von vorne seht, ist direkt vor euch das Zeichen. Und wie gesagt, wenn ich euch helfen konnte, gerne ein Like da lassen. Vor mir schreibt auch gerne was in die Kommentare, positiv, negativ. Ich bin für alles offen. Ein Abo wäre natürlich die Krönung. In dem Sinne würde ich sagen, bis demnächst und haut rein.